Das Wort Linga kommt von der Wortwurzel Lina. Linga bedeutet die Form. Diese Lingas oder diese Energieformen oder diese Ellipsoide können mit verschiedenen Qualitäten für verschiedene Zwecke geschaffen werden. Es gibt einige Lingas, die für Gesundheit geschaffen wurden, einige für Wohlbefinden und Wohlstand, einige für den spirituellen Fortschritt, einige für Meditativität. So können verschiedene Arten von Lingas geschaffen werden. Im Grunde können sie in 7 verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Diese 7 lassen sich in weitere, in viele, viele Arten vervielfältigen. Die Einzigartigkeit des Dhyanalinga besteht darin, dass er alle 7 Dimensionen davon hat. Aber im Wesentlichen ist er auf Meditativität ausgerichtet, ohne jegliche Anleitung. Wenn man einfach in der Sphäre des Dhyanalinga sitzt, wird man meditativ. Wie viele von euch waren dort? Wart ihr schon dort? Okay. Keine Anweisung. Man geht einfach und sitzt dort für 10 Minuten. Man wird der eigenen Natur gemäß meditativ, ohne jede Anweisung. Die Idee und die Wissenschaft und die Technologie, die dahinter stehen, ist also, dass man eine Energieform erschafft, die etwas tut, was man über einen langen Zeitraum hinweg tun möchte. For a long period of time, a form is also referred to as a yantra. Eine Form wird auch als Yantra bezeichnet. Yantra bedeutet heute eine Maschine. Eine einfache Form ist ein Yantra. Wenn man diese vielen Formen mischt und sie zu einer komplexeren Sache macht, dann wird daraus eine Maschine. Verschiedene Formen zusammengesetzt sind eine größere Maschine, nicht wahr? Ganz ähnlich nimmt man also eine einfache Form und fügt ihr viele, 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 viele Teile hinzu, und sie wird zu einer komplexen Maschine. Es ist also in gewisser Weise wie eine Meditationsmaschine. Man sitzt einfach da, man wird meditativ. Viele Menschen, das ist die Erfahrung von tausenden Menschen, sie kommen dorthin und denken, sie wollen 10 Minuten dort sitzen. Sie sitzen dort und stehen auf, es sind 2 Stunden. Sie sitzen genau dort. Wenn man meditativ ist, ist das Zeitgefühl einfach weg. Die Zeit beherrscht dich nur, weil du stark körperlich bist. Je körperlicher du bist, desto schwieriger ist es, die Zeit zu vertreiben. Sieh das bitte. Hast du das bemerkt? Wenn du intellektuell aktiv bist, vergeht die Zeit viel schneller. Wenn du jenseits des Intellekts bist, verschwindet die Zeit einfach in deiner Erfahrung. Aber wenn du nur körperlich bist, vergeht die Zeit nicht. Du zappelst herum. Ist es nicht so? Je körperlicher du bist, desto mehr quält dich die Zeit. Zeitfolter ist nur etwas für das Körperliche. Wenn du nicht körperlich bist, quält dich die Zeit nicht. Meditativ zu werden bedeutet, Abstand zwischen sich und seiner Körperlichkeit zu schaffen. Nicht sie aufzugeben, sondern sie locker zu tragen. Wenn du es locker trägst, kannst du es so benutzen, wie du willst. Und wenn du nicht willst, kannst du es fallen lassen. Wenn du darin verstrickt wirst, das ist die Eigenschaft des Körperlichen, quält dich auch alles. All die Einschränkungen des Körperlichen infizieren dich und plagen dich das ganze Leben hindurch. Meditativität bedeutet also auf einer Ebene einfach, dass du einen Abstand zwischen dir und deiner Körperlichkeit schaffst. Oder mit anderen Worten, es ist eine einfache Reise von Asat Toma Sat Gamaya. Von was nicht wahr ist, zu dem, was wahr ist. Was ist es, das nicht wahr ist? Was nicht wahr ist, ist nur das. Du hast das angesammelt, es ist eine Tatsache. Aber jetzt glaubst du, es ist, das bist du. Das ist nicht wahr, oder? Wahrheit bedeutet also, dass du dich von der Unwahrheit wegbewegt hast. Wahrheit ist keine Sache, die du tust. Wenn du nicht lügst, bist du wahrhaftig. Du musst nichts tun, um wahrhaftig zu sein, nicht wahr? Wenn du lügen musst, ist das eine sehr komplexe Tätigkeit. Ja oder nein? Du weißt es aus Erfahrung, oder nicht? Wenn du eine Lüge erzählen musst, ist das eine sehr komplexe Tätigkeit. Um wahrhaftig zu sein, was muss man tun? Nichts. Selbst ein Idiot kann wahrhaftig sein. Ja oder nein? Es ist sehr einfach. Du sitzt einfach hier und bist wahrhaftig, nicht wahr? Wenn du eine Lüge erzählen willst, braucht es eine Menge Komplexität. Wahrheit ist also nicht etwas, das du tust. Du bewegst dich weg von der Unwahrheit. Du bist wahrhaftig. Es ist so einfach. Dhyanalinga ist also nur ein Werkzeug dafür.